Hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt mit einem Wohnwagen und in einem Kajak auf dem See in Polen stehen? Aber so überhaupt gar nicht. Aber so gar nicht. Ach, liebe Leute, ein Jahr Puck. Was für ein Jahr. Wow. Schönes Jahr. Es ist unglaublich viel passiert in dem Jahr. Wir haben nämlich tatsächlich hier festgestellt auf dem See. Wir stehen gerade in Polen. Gucken auf den See, wunderschön hier, und haben festgestellt, dass wir genau ein Jahr lang den Puck haben und haben gedacht, darüber machen wir ein Video. Worum soll es gehen? Was haben wir gelernt? Wie haben wir den Puck eigentlich bekommen? Das haben wir, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht wirklich erzählt. Das wollen wir erzählen. Genau, warum? Hatten wir zwischendrin Zweifel, ob der Puck das Richtige ist? Genau. Und last but not least, warum hat der Puck unser Leben verändert? So wie Julia das vor einem Jahr auf der Caravan Salon in Düsseldorf vorausgesehen hat. Spoiler, er hat es. Er hat es. Alles klar, kommt einfach mit. Schön, dass ihr da seid. Alles klar, das war ja wie geübt. Haben wir nicht, haben wir wirklich nicht. Alles klar. Ciao. Ja, wie sind wir eigentlich zum Puck gekommen? Und zwar waren wir letztes Jahr im September mit Freunden auf der Caravan Salon in Düsseldorf, hatten gar nicht vor, irgendwas zu kaufen, wollten einfach nur mal gucken. Und wir schlendern so durch die Hallen und dann entdecke ich einen Teardrop Caravan. Ja, und da war vorbei, den wollte ich haben. Ich habe gesagt, dieser Wohnwagen wird unser Leben verändern. Sowas sage ich nicht oft und ab da war klar, den will ich haben. Dann kam es aber anders. Ja, also damit war ja schon mal klar, irgendwie Wohnwagen. Wohnwagen wird unser Leben verändern. Habe ich unglaublich ernst genommen, weil Julia sowas wie nie sagt. Ja. Hab das dann, wir waren also wieder zurück von der Caravan Salon, hab das einem Freund erzählt, der schon seit Jahren mit Wohnwagen unterwegs ist, und hab ihm das erzählt, hab ihm Fotos geschickt. Ja, aber ihr zieht original ein Bett hinter euch her. Ihr könnt da nichts drin machen. Ihr könnt da nicht drin kochen, nicht drin stehen. Ihr zieht ein Bett hinter euch her. Und ich so, ja gut, aber Reduced to the Max. Sagt er, ja, Reduced to the Max, das wäre ein Eriba Touring. Und da ein Puck, Modell Puck. Und da wollte ich nichts von hören. Ja, wollte Julia gar nichts von hören. Da war Teardrop. Und sagte, ja, das wäre absolute Maximum Reduced to the Max. Also besser wird nicht gehen. Hat dann Fotos geschickt und zufällig wird er einen verkaufen. Mensch! Da war ich dann schockverliebt und habe gesagt, boah, der ist wirklich schön, der ist gut organisiert, also alles toll. Hab Julia den gezeigt und Julia wollte ihn gar nicht haben. Nee, aber ich habe gesagt, gut, das ist Wuppertal, das ist nicht weit, wir fahren da einfach mal hin und gucken uns den an. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns den angeguckt und ich habe das Gott sei Dank festgehalten, wie Julia den ersten Schritt in den Puck macht. Ja, da haben wir ein Foto von. Drin. Und dann war Julia schockverliebt in den Puck. Ja, das war klar, der muss es werden. Und dann haben wir den... Und dann haben wir den Puck. Also haben wir uns total verliebt, haben uns dann ein paar Tage Gedanken darüber gemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen den. Und eine Woche später haben wir den dann auch gekauft. Und noch eine Woche später, also zugesagt, dass wir ihn kaufen, noch eine Woche später abgeholt und sind damit auf die erste Tour gegangen. Und man muss das nur fürs Protokoll. Wir haben das in 3 Wochen entschieden. Wir waren sonntags auf der Caravan, die Woche drauf Sonntag bei Marcel, haben uns den Puck angeguckt und die Woche drauf Sonntag haben wir ein Auto mit Anhängerkupplung organisiert, weil wir keins hatten. Ja, und haben den Puck mitgenommen. Genau. 3 Wochen. Genau. Denken ausgeschaltet. Und das ist ein gutes Stichwort, weil Denken ausgeschaltet, weil mit dem Teardrop war schon mal klar, es wird ein Wohnwagen, haben wir gar nicht in Frage gestellt. Nee. Dann kam der Puck, damit war dann auch klar, welcher Wohnwagen. Ja. Und da bin ich halt unglaublich dankbar für, Marcel. Dankeschön, einfach deshalb, weil wir überhaupt nicht nachgedacht haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten nur entschieden, wir wollen nicht mehr mit Zelt unterwegs sein, sondern irgendwie motorisiert, also Motorraum, also Wohnmobil oder Wohnwagen. Das und dann diese ganzen Entscheidungen, dann Wohnwagen, welcher Wohnwagen, von welcher Marke, welcher Grundriss, mit Toilette, ohne Toilette, mit 2 Sitzgruppen, mit 1 Sitzgruppe, mit Hubbett, nicht mit Hubbett, dann ein Van, vielleicht doch ein Van, welcher Van, welche Länge. VW-Bus. Welche VW-Bus auch noch. Das war super, dass wir diese Gedanken in den ersten 3 Wochen... Hatten wir einfach gar nicht. Nee. Null. Und dann sind wir einfach los. Und das war ein Riesenvorteil, weil dann haben wir erstmal rausgefunden, was uns eigentlich Spaß macht, haben ein bisschen die Ausrüstung optimiert, da haben wir auch ein Video zu gemacht, 11 Dinge, die wir immer mit on Tour nehmen.
Und haben das dann so langsam rausgefunden. Und ja, dann kamen aber auch irgendwann mal Zweifel. Also sagen wir so, dann hat das Denken wieder eingeschaltet. Nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, glaube ich, so in den Zeitraum, habe ich dann halt überlegt, so meine Güte, weil ich habe dann irgendwo so im Kopf den Pin gehabt, meine Güte, mit dem Wohnwagen. Und wir waren ja da zu dem Zeitpunkt schon echt viel unterwegs. Apropos viel unterwegs, du hast ein paar Zahlen, Daten, Fakten zusammen. Ja, stimmt. Bevor wir von Markus und meinen Zweifeln erzählen, Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben in einem Jahr 17 Touren gemacht. Finde ich schon echt cool. Wir waren 94 Tage im Puck. Also das finde ich echt gigantisch, ne? Von 365 Tagen, 64 Tage im ersten Jahr im Puck. 94 Tage im Puck. Richtig krass. Davon waren wir auf 10 unterschiedlichen Stellplätzen in 5 Ländern. Angefangen mit Holland, dann waren wir in Deutschland, dann waren wir in Frankreich, dann vor kurzem in Dänemark und jetzt sind wir in Polen. Wir sind, und da hoffe ich, dass wir das dieses Jahr toppen, wir sind 8.292 Kilometer gefahren. Also dieses Jahr die nächsten 365 Tage. Genau, und haben 8 Gasflaschen verbraucht, wobei 2 gerade noch im Puck sind. Aber ich denke, Ende der Woche sind die auch leer. Sind die auch platt. Ja, aber zurück zu unseren Zweifeln. Zweifel, ja. Also vielleicht, wir sind dann ja einfach viel auf Tour gewesen. Haben echt schöne Sachen erlebt und da stand tatsächlich im Vordergrund, den Puck auszuprobieren, zu gucken, wie richten wir das Lager ein, haben wir auch ein Video zugemacht, Ausrüstung optimieren, Platz optimieren, so, weil wir kommen beide vom Outdoor-Bereich, da haben wir Sachen von übernommen, gucken, machen, tun und weniger das unterwegs sein. So, deswegen haben wir auch oft länger irgendwo gestanden auf echt schönen Plätzen, ja, wo wir gedacht haben, ach, guck mal hier und aus und hatten einfach Freude am Puck. Am Puck, das war richtig, richtig absolut schön. Absolut, das war wirklich schön. Und nachdem das dann haben wir so quasi rausgefunden, welche Art von Camper wir sind. Damals ging es noch um Camping, da kommen wir später zu, mit Lebensveränderung, ja, und so. Und haben dann gedacht, okay, und dann setzten bei mir irgendwann Zweifel ein. Und die Zweifel gingen irgendwie so. Kennt ihr vielleicht auch. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr so nach dem Motto, mit dem Wohnwagen, ist ein Wohnwagen denn doch das Richtige? Weil wir hatten ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wohnwagen war ja von Anfang an gesetzt. Wir haben ja nicht geguckt, nehmen wir einen Wohnwagen, nehmen wir einen Van oder sonst was, sondern Wohnwagen, Puck, fertig. Geschichte haben wir erzählt. Und dann habe ich so gedacht, ja Mensch, wenn wir dann doch noch mehr und dann ist man doch irgendwie, dann kommt man schneller los, wenn man nicht ankuppeln muss, wenn man dies nicht muss und wenn man jenes nicht muss irgendwo und dann rückwärts fahren und wenn man dann mal auf dem Einkaufsplatz ist, also am Supermarkt und auf dem Parkplatz ist, Einkaufsplatz, also Parkplatz ist am Supermarkt und so weiter und so fort. Und da habe ich mich unglaublich viel mit Vans beschäftigt, in erster Linie VW-Bus ausbauten, also von Westfalia, von Pössl. Clever, Pössl, alles. Alles durch die Bank weg. Durch die Bank. Ich habe mit Schwiegervater, Schwiegermutter, Julia. Die mussten alle mit und sich das angucken. Geschleppt und die alle angeguckt und alle sagten immer so, ist nicht schön. Und dann wurde mir irgendwann aber immer mehr klar, also ich habe mich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt, dass das totaler Quatsch ist. Ich habe dann halt festgestellt, irgendwas ist immer. Ich war auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau und die gibt's nun mal nicht. Also was meint das, irgendwas ist immer? Ich habe zum Beispiel immer feuchte Augen gekriegt, wenn ich einen Defender gesehen habe. Oh ja. So, weil ich bin selber auch jahrelang Defender gefahren und dann so Overlander mit Hochstelldach und alles dabei, Wasserpumpe und so weiter und so fort. Dann habe ich halt gemerkt, meine Güte, das ist überhaupt nicht das, was für unsere Situation, was wir gerade wollen. Ja. So, oder auch mit dem Van, dass wir halt gerne den Puck irgendwo abstellen und dann vor Ort flexibel sind und Tagestouren machen. Wir haben also dann zusammen durchaus dann auch festgestellt, dass der Puck genau das Richtige ist. Ja. Und zwar auch aus mehreren Gründen. Zum einen lieben wir das Raumgefühl im Puck und zum Beispiel auch mit dem Abkuppeln oder so. Wir haben das jetzt echt mehrfach verglichen mit Leuten, die einen Defender wieder zusammengepackt haben, in einem Bus, in einem Van. Und das ist alles roundabout immer 20 Minuten oder so, haben wir so festgestellt. Ob ich da jetzt eine Minute länger brauche oder nicht oder ankuppeln oder nicht, ist halt so. Und das erste Learning war, eine eierlegende Wollmilchsau gibt's nicht. Das zweite Learning, der Puck ist für uns gerade genau das Richtige. Ja. Und das dritte Learning, es ist auch nicht zwingend für die Ewigkeit festgeschrieben. Ein viertes Learning ist, und da muss ich Julia noch von überzeugen, ich hätte gerne mit der Zeit ein anderes Zugfahrzeug, also gerne was Geländegängigeres, also das mit heißt überzeugen. Allradantrieb. Ob das dann wieder ein Defender wird, ein altes Schätzchen oder so, da müssen wir mal gucken.
Aber auf jeden Fall, das wäre auch schlechtere Wege. Wir hatten auf dem Weg jetzt hier hin zum Campingplatz durchaus holprige Strecke. Das war so krass, da war ich froh, dass wir unsere coolen Haken, die haben wir euch ja in der Roomtour gezeigt, diese Haken, womit wir die Klappen zumachen, die waren zum ersten Mal Gold, 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 Gold wert. Weil ja, sonst ein paar standen halt halb auf, aber die wären ganz aufgegangen, wenn, und dann wäre alles rausgefallen. Ja, ist also zum Glück richtig nicht gut. Genau, und da ist halt einfach, dass das Quatsch ist, weil es ist halt immer was. Und das zweite Learning, also beziehungsweise das vierte Learning, also auf jeden Fall ein weiteres Learning ist, das fünfte, okay, ist halt, ich habe das so für mich genannt, Imagination. Ein Dreiklang hast Dreiklang, genannt. Imagination, Emotion und Realität. So. Imagination ist, und das hatte ich vor allen Dingen im Kopf, Mensch, du musst plötzlich rückwärts fahren oder du möchtest gerne unabhängig sein. Zombie-Apokalypse kommt, da bist du im Defender viel besser aufgehoben. Also Wasserfilter dabei und so weiter. Du bist doch mit dem Puck jetzt mittlerweile gut ausgerüstet für die Zombie-Apokalypse. Aber nein, aber dass du sagst, du hast einen Wasserfilter dabei, kannst halt auch Dreckwasser zu Trinkwasser machen und so weiter und so fort. Fakt ist, das brauchen wir alles gar nicht. So. Nee, und wenn so gar wir, nicht. Und wenn wir nicht in der Wüste unterwegs sind und 5 Tage autark stehen wollen, brauchen wir auch kein Solarpanel auf dem Dach. So, das ist alles schön zu haben, aber wenn ich es dann nicht benutze, da kommen wir zum zweiten Punkt, Emotion. Da gibt es schon Sachen, die sind einfach schön zu haben, obwohl man sie nicht braucht. Ein einfaches Beispiel, wir haben jetzt hier oft Lagerfeuer gemacht. Das ist wunderschön, da zu sitzen. Wir hätten es auch in den Puck reinsetzen können und Heizung anmachen können. Ist auch warm. Auch warm. So mit dem Lagerfeuer konnten wir halt bis tief in die Nacht stehen. Und so. Das ist so der Bereich der Emotionen. Und der Bereich der Realität ist halt einfach, was braucht man? Also du brauchst dir keinen Defender zu kaufen, wo nur 2 Leute drin schlafen, wenn du 3 Kinder mit dabei hast. Also dann ist das einfach nicht das richtige Fahrzeug zu dem Zeitpunkt für dich. Ja. So. Und die Sachen haben wir halt alle rausgefunden. Und so, und dann auch kehrt auch so eine Ruhe ein. Ne? Und das ist halt ja Gold wert, das zu wissen. Und da sollte man sich auch die Zeit nehmen, das rauszufinden. Und das Rausfinden kommt unter anderem, da kommen wir auch später nochmal zu, einfach machen. Ja. Machen, ausprobieren, sich Zeit geben, zu wissen, das ist nicht unbedingt für die Ewigkeit. Man kann es ja auch nochmal wechseln. Und rauszufinden, welcher Camper man letztlich ist. Ja, und ich glaube, diesen Dreiklang, da können wir auch nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, vielleicht mal eure Ausrüstung zu optimieren, hinterfragt das mit diesem Dreiklang. Es hilft wirklich, haben wir auch gemacht. Es ist super. Realität, was braucht ihr? Emotion, was wollt ihr? Und Imagination, was ist Quatsch? Imagination, genau, aber wo denkt einfach so, da bereite ich mich auf irgendwas vor, habe ich dabei, brauche ich aber letztlich nicht, wenn man ehrlich ist. Irgendwo. Das war so ein Part der Learnings. Also die im Rücken sind wir dieses Jahr 2 Tage über die Caravansalon gegangen, also an 2 Tagen jeweils einen halben Tag. Und das war so super entspannt. Das war so mega entspannt. Weil wir wussten, wir haben unser Setup gefunden. Ja. Alles ist prima. Und wobei... Wir haben da vielleicht... Also sollten wir irgendwann nochmal ein anderes Gefährt haben wollen. Einen anderen Wohnwagen, würde ich sagen. Ganz, aber dann... Wenn, dann wäre es zurzeit ein Airstream... Tommy Bahama, genau. Der ist so cool und der ist so gemütlich, wenn ihr das Bett da drin seht. Es ist so gemütlich und der hat einen Backofen. Und ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, warum uns der Tommy Bahama so gut gefallen hat. Das war der einzige Wohnwagen, in dem wir waren, wo mir das Raumgefühl gefallen hat. Es war einfach ein schönes Raumgefühl und das hatte ich bislang nur im Puck. Ja, definitiv. Also wenn mal Kinder da sind oder so, dann und es bleibt beim Wohnwagen, dann wird es ein Tommy Bahama. Also, muss man gucken. Der kostet auch eine Stange Geld. Ich wollte gerade sagen. Das muss man jetzt auch sagen. Also, aber 1-2 steht es nicht an. Der Tommy Bahama. Und wir sind richtig glücklich im Puck. Und was uns auch aufgefallen ist, warum wir den Puck so mögen und jetzt zum Beispiel keinen Van, weil wir dieses Raum oder auch keinen Defender beispielsweise, weil wir das Raumgefühl im Puck einfach mögen. Ja. Und wir schätzen halt, dass der eine kochen kann, der andere hier schlafen kann, der andere hier schlafen, arbeiten und so weiter und beim Arbeiten. Ich wollte gerade sagen, das ist bei uns halt auch ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch ein Learning. Also nee, das glaube ich nicht, es ist ein Learning, dass wir festgestellt haben, dass wir im Puck extrem gut arbeiten können. Unsere Jobs lassen das natürlich auch zu, dass das möglich ist, aber es ist auch für uns einfach ein cooles Feeling, um zu arbeiten. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ja, definitiv. So. Also es ist einfach auch schön, das ist auch so ein Learning zusätzlich, dass du halt den Puck, du nimmst den Wohnwagen mit oder dein Gefährt mit und die Umgebung verändert sich. Stimmt. So, aber du hast halt so ein Stück dabei und das ist auch was ich häufig predige in Seminaren oder in Vorträgen oder so, dass man halt sagt, da geht es um Digitalisierung, dass ich halt sage, man bleibt ja selber gleich.
Und dann kommt die Digitalisierung. Die Digitalisierung macht einen auch beeinflussen. Und so, ich weiß nicht, ob es jetzt zu abgedreht ist, aber für mich ist es halt so, der Punkt bleibt halt gleich, aber die Umgebung verändert sich. Und dann können wir halt reingehen in das Gewohnte und da weiterarbeiten, aber inspiriert von der Umgebung. Ja. Und das habe ich halt festgestellt beispielsweise, wir haben ja keine Toilette im Puck, ja. Gehen dann halt häufig eben entsprechend zum, oder was häufig, also wir gehen dann zum halt Waschhaus. Zum Waschhaus und machen so, und jetzt hier in Polen beispielsweise, oder auch in Dänemark, da kommst du halt zurück und hast einen wunderschönen Blick auf den See, da komme ich einfach auf andere Gedanken. Ja. Die Unterbrechung ist eine andere, als wenn ich zu Hause aus dem Büro auf Toilette gehe und wieder zurück. Ja, und was auch noch der Punkt ist, in einem Wohnwagen hast du nicht so viel Ablenkung. Ja, das stimmt. Also zu Hause ist dann, kennt ihr bestimmt alle, man prokrastiniert oder fängt an, andere Dinge zu tun. Dann wäscht man auf einmal Wäsche, dann putzt man auf einmal dies, dann macht man auf einmal das, dann kommt jemand vorbei. Das hat man hier halt nicht. Dadurch, also ich bin dadurch fokussierter. Ja, und was haben wir hier, wenn ich jetzt alleine in Polen denke, bei den anderen Trips war es genauso, aber hier in Polen, wir haben Holz gehackt, wir haben Holz gesucht, Lagerfeuer gemacht, wir haben zusammen am Lagerfeuer gesungen, wir haben mit anderen fremden Menschen, Lagerfeuer gesessen, tiefsinnige Gespräche geführt, das hat richtig Spaß gemacht. Also, hallo Karin und Klaus. Hallo. Und das hat man halt zu Hause so schnell nicht. Und nicht so spontan vor allem. Und nicht so spontan. Und das hat auch für uns eine schöne Erfahrung in dem Jahr. Jetzt würde ich sagen, jetzt geht's so ins Leben. Warum und wie hat der Puck unser Leben verändert? Was du grandios vorausgesagt hast. Ja. Was mein Leben war. ein Punkt ist da, dass wir relativ früh im letzten Jahr schon, im letzten Jahr 2017 festgestellt haben, dass wir gerne Teile unseres Alltags im Puck verbringen wollen. Und dass wir möglichst viel Zeit unterwegs sein wollen. Und dass uns das unglaublich inspiriert, uns unglaublich viel gibt, auf andere Gedanken bringt. Ja, wir sind total gerne im Puck und es macht uns glücklich, viel unterwegs zu sein, im Puck zu sein. Wir ziehen hier ganz andere Energien und kommen auf ganz andere Einfälle, Inspirationen. Es fällt mir auch wesentlich leichter zu arbeiten, mich zu konzentrieren, zu fokussieren. Geht mir auch so. Und da merken wir halt auch, wie der Puck unser Leben dabei ist. Also schon verändert hat massiv und auch weiter verändert, wie das weitergeht. Werden wir schauen, aber wir wollen jetzt nicht, wir sind jetzt nicht drauf, wir steigen ein Jahr aus oder so. Und das ist was du auch gesagt hast. Ne? Ja, das ist so der Punkt. Ich weiß nicht, ob... Also man braucht das, ist super, wenn man das ist macht. Ist richtig kann. Cool. Aber ist nicht jeder in der Situation, ein Jahr auszusteigen, genau. Finanziell, zeitlich, von den Verpflichtungen her. Ja, und ich glaube, da möchte ich euch auch nur sagen, wenn ihr auch solche YouTube-Kanäle guckt und die euch vielleicht auch manchmal einfach runterziehen, weil ihr das eben nicht machen könnt, wollt oder was auch immer, es muss gar nicht immer dieses Ja sein, es muss nicht immer, oh, wir fahren nach Australien. Man kann das halt auch so machen, wie wir zum Beispiel, dass wir halt irgendwie ja so unser Ding gefunden haben und das halt machen und im Rahmen, wie es für uns halt gerade passt. Weil unsere Wohnung wollen wir nicht aufgeben wollen. Und dann noch mehr freie Stellplätze. Also ich habe schon noch ein bisschen was vor mit autark und so, auch mal, wenn wir in Schottland sind. Oder genau, wir so, würden gerne nach Schottland nächstes in Jahr. Äußeren Hybriden. So, die aber eben, also da merken wir schon, wie der Puck uns auch wirklich uns verändert, das Leben verändert. Also auch mehr im Hier und Jetzt zu leben und flexibel zu leben, den Plan zu ändern. Ja. So alles auch Sachen, die ich den Menschen, also wenn ich über Digitalisierung rede oder so, dass man sagt, always beta, es kommt anders, stimmt, als man denkt und so. Ja. Das ist hier so, wir hatten hier beispielsweise einen Tag, hatten wir ganz andere Pläne, wollten eine Kajaktour machen und da hat es plötzlich angefangen zu gewittern. Dann wollten wir abends kochen, dann habe ich gemerkt, oh, Anfängerfehler beim Tarp gemacht, nicht unten abgespannt. Das war grob zur Folge. Markus war in Badehose draußen, hat unser Lager gerettet. Lager, aber ja. Und und dann war halt erstmal angesagt, Ausrüstung trocknen und machen und nicht spazieren gehen, nicht Kajak fahren. Nee. So, aber es war okay. Und nachher waren wir glücklich wie Bolle, die Ausrüstung wieder sauber und trocken war. Ja, und es klingt vielleicht manchmal, ich finde, solche Sprüche klingen schnell wie Floskeln, so lebe im Moment oder so. Mhm. Aber ich kann nach diesem Jahr einfach sagen, wenn man diese Sprüche, wenn man das einmal gelebt hat, also wenn man das einmal wirklich gefühlt hat, dann ist das alles, aber keine Floskel, dann ist das ein neues Lebensgefühl, eine andere Einstellung und man geht Dinge, nicht nur wenn wir unterwegs sind, sondern auch wenn wir zu Hause sind, man geht Dinge einfach anders an, mit einer anderen Gelassenheit, mit einer anderen Ruhe. Man kriegt
zieht daraus viel mehr Energie und das ist cool und das möchte ich auf keinen Fall mehr missen, weil es einfach ein so schönes Gefühl ist. Ja. Und man muss dazu sagen, wir waren vorher keineswegs unglücklich. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber überhaupt nicht. Und insofern haben wir jetzt festgestellt, auch ein Spruch, den ich immer gerne sage. It's a journey, not a destination. Das trifft auf uns mit dem Puck zu. Es ist eine Reise. Gucken, wohin sie uns noch führt. Und das wollen wir auch auf dem YouTube-Channel hier ein bisschen euch mitnehmen. Für alle, die mitkommen wollen, wir freuen uns. Genau. Und danke an der Stelle für die ganzen Kommentare. Der Austausch mit euch ist unglaublich inspirierend. Hätten wir auch nach wie vor mit der Flut nicht gerechnet. Wolke? Ja. Wenn wir uns den Puck nicht geholt hätten, dann hätten wir diesen YouTube-Channel nie gestartet. Und was ich eigentlich am coolsten finde, die ganzen Kommentare und Tipps. Also A, macht der Austausch mit euch Spaß. Und B, mein Favoritentipp, die Hängematte, die holen wir nächstes Jahr auch auf jeden Fall. Also ja, einfach an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Ihr seid cool und macht bitte, bitte weiter so. Und ja, ich würde sagen, das war unser erstes Jahr mit Wohnwagen zusammengefasst. Und es ist nicht mehr, Hilfe, wir haben einen Wohnwagen, was nun? Sondern cool, wir haben einen Wohnwagen, was machen wir jetzt? In diesem Sinne. Ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Genau, und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut. Genau. Ciao. Ciao.